Seid gegrüßt, herzlich willkommen zum 29. Update meines LEGO Stadtmogs. In den letzten Wochen habe ich mich mit den Upload-Tagen beschäftigt und habe festgestellt, dass meine Videos mehr sonntags geschaut werden. Deswegen werde ich nun die Freitagsvideos am Sonntag rausbringen. Heute werde ich endlich den Platz vor dem Wolkenkratzer ausfließen. Bevor ich loslege, bitte ich euch darum, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. So sieht der Platz aus. Dieser ist 50 Noppen breit und 92 Noppen lang und besitzt ein 18-teiliges Muster. Die primären Farben sind Dark Bluish Grey, Pearl Gold und Tan. Das Muster wird von einem Medium Bluish Grey und einem Sand Blue Streifen umrandet. Das Muster selber hat zwei Formen als Grundlage, einen beigen Rhombus und ein goldenes Kreuz. Ich plane diesen Platz in zwei Hälften einzuteilen. In die Mitte der ersten Hälfte wird ab ca. Ende November ein großer Tannenbaum hinkommen. Nach den Feiertagen wird er wieder abgebaut, sodass die Fläche über das Jahr von Fußgängern benutzt werden kann. Die Idee mit einem großen Tannenbaum habe ich aus Home Alone. Ich möchte eigentlich auch so, ja, einen schönen großen Weihnachtsbaum wie in New York bei mir in der Stadt aufstellen. Die zweite Hälfte des Platzes wird für eine Demonstration benutzt. Wie ihr erkennen könnt, steht dort bereits ein Gefängnistransporter und zwei Demonstranten. Im Laufe der Zeit werde ich dorthin selbstverständlich mehr Minifiguren hinstellen, diese müssen aber erstmal gekauft werden. Diesmal habe ich beim Platz mehr Jumper Blades benutzt, kann mir aber vorstellen, dass vor allem im Demo-Bereich in der Zukunft noch mehr eingebaut werden. Einige Minifiguren haben bereits ihren Platz auf der Fläche gefunden. So gibt zum Beispiel Deref aus Ninjago ein Interview. Der Korrespondent mit dem Mikro in der Hand erinnert mich persönlich aufgrund seines Schnauzers ein wenig an Randy Marsh, einem Charakter aus South Park. Maxwell Lord aus Wonder Woman stellt bei mir einen stereotypischen Geschäftsmann mit einem Aktenkoffer dar, der gerade das Gebäude verlässt. Was mir persönlich am meisten gefällt, ist die kleine Gasse zwischen den Ninjago City Gardens und dem Wolkenkratzer. Ich denke, dass sich vor der Gasse befindet der Rand des Platzes gewissermaßen das Ende des Finanzdistriktes und den Anfang des Chinatowns markiert. Dies wird in der Zukunft umso mehr ersichtlicher sein, wenn ich diese Gasse anders ausfließe als den Rest der Stadt. Auf der anderen Seite des Wolkenkratzer befindet sich momentan eine Art, ja, LKW-Parkplatz. Ob dieser hier permanent bleibt oder nicht, habe ich noch nicht entschieden. Vor einigen Wochen habe ich die Höhenproblematik angesprochen. Damals habe ich den guten Tipp bekommen, die Höhendifferenzen der Tischplatten mit Zeitungen auszugleichen. Wie ihr sehen könnt, habe ich dies auch umgesetzt. Dies klappt soweit recht gut. An manchen Stellen brauche ich aber noch mehr Zeitungen. Dies erkennt man vor allem daran, dass manche Stellen beim Druck immer noch einsenken. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, wie viele Zeitungen man eigentlich für diesen Ausgleich braucht. Auf der anderen Seite schmeißt mir der Postmann sowieso ständig irgendwelche Zeitschriften rein, die keiner will. Also kann man an dieser Stelle auch von Recycling sprechen, da ich sie nicht einfach wegschmeiße. Ein paar Noppen weiter werde ich den Daily Bugle hinstellen. Die für ihn vorgesehene Fläche ist durch die dunkelbeige Farbe markiert. Solange ich das Set noch nicht gekauft und gebaut habe, befindet sich hier eine Baustelle. Neu ist der Bulldozer. Ich habe mir diesen Lego City Bulldozer gekauft, weil ich das Set recht schön finde. Mit der Zeit fiel mir aber auf, dass der Bulldozer ein wenig oversized ist. Dies erkennt man vor allem auf diesem Bild sehr gut. Er ist mindestens doppelt so groß wie der Gefängnistransporter und sticht generell sehr raus. Nächste Woche werde ich den Gehweg zwischen dem Platz und der Straße ausfließen und die
diese kurze Nebenstraße asphaltieren. An dieser Stelle bin ich am Ende meines Videos angekommen. Erneut, bitte like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich setze mir 365 Abos als Ziel für die nächste Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.